Grüezi Gott, ihr Lieben, hier sind wir wieder mit Bug, mit Herz und Verstand und einer neuen Sendung. Und heute geht's um Manifestation. Was uns, glaube ich, da ganz wichtig ist, ich nehme Bug wieder mit gefangen, dass wir viele Dinge mal aufklären, die so auch in der Esoterik so rumschwabern bei Manifestation. Ist nämlich genau das wollen wir nicht machen, ja. Wir wollen jetzt keine Sendung machen, bei der ihr, sagen wir so, lernt, nein, ihr sollt schon lernen, aber sie soll sich definitiv unterscheiden unter diesem Wahnsinn, der da draußen stattfindet, die 10 Schritte, wie ihr Millionär werdet, oder was da so draußen ist. Wug, wie ist so deine Erfahrung mit diesem esoterischen Ansatz bei Manifestationen? Wo siehst du da so ein bisschen den Haken oder den Fehler? Also das Ding ist, die Methode, also mit dem Zettel an den Kühlschrank hängen zum Beispiel, oder dass man da häufig dran denkt und so weiter, das bringt im Grunde genommen nicht viel. Also das merkt man ja auch recht schnell irgendwann so. Und Marc Passio hat das ja in seinem Natural Law Vortrag kurz angesprochen, also diese Manifestationstabelle ist da halt sehr, sehr wichtig. Es ist halt wirklich erstmal entscheidend, in welchem Grundgefühl ist man. Ist man im Grundgefühl der Liebe oder ist man im Grundgefühl der Angst? Wenn man im Grundgefühl der Angst ist, dann kann man nicht das manifestieren, was man möchte. Man durch die Anwesenheit in dieser Grundstimmung Angst sozusagen manifestiert man automatisch immer so, dass das Chaotische oder das Schlimmste für einen. Und wenn man aber in Ruhe, in Gelassenheit und Zuversicht ist, dann manifestiert man im Grunde genommen schon das Richtige. Man kann das dann noch beschleunigen, indem man zum Beispiel tagträumt oder das Ganze halt mit starken Gefühlen zum Beispiel verbindet. Also es ist schon was Wahres dran, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Auto wünscht oder sowas, dass man dann zum Beispiel sich vorstellen sollte und dass es dann auch wirklich, also mit allen Sinnen sozusagen genießen sollte, wie man in dem Auto sitzt, sozusagen, dass man es schon hat und dieses Gefühl genießen, nicht dieses das Denken, ich muss das und das und das noch tun, um das zu erreichen und so weiter, sondern wirklich, ne, man ist schon da sozusagen und diesen Moment sozusagen mit sehr, sehr viel Emotion und Gedanken zu belegen. Das würde dann eher klappen. Jetzt bist du ja schon in die Vollen gegangen. Wir sind wieder voll abgestimmt. Ja, voll. Also, tagelange Vorbereitungszeit hier gelaufen. Mir ist noch was ganz anderes wichtig. Und zwar, du hast ja natürlich mit der grundsätzlichen Voraussetzung, also bist du in der Angst oder in der Liebe, das ist ja schon mal ein super Ansatz. Aber wisst ihr überhaupt, was ihr wollt? Das ist nämlich das meiste das Problem. Also, wenn Leute denken, ja, ich brauche jetzt ein Auto, wer oder was denkt denn, er braucht ein Auto? Wahrscheinlich das Ego. Ja? Bei diesen Dingen, die so materiell sind, da hat man einfach irgendwo so eine Lösung für ein Problem und sagt, ein Auto würde das Problem jetzt lösen, deswegen brauche ich jetzt ein Auto. Ja? Und oder halt den Lottogewinn, ganz klassisch. Ja? Ich meine, jeder, der The Secret gelesen hat, und wahrscheinlich hat es fast jeder gelesen, dafür ist es einfach viel zu bekannt, irgendwie ein riesen Bestseller, das Ding. Ich habe es auch gelesen, zumindest das erste Buch. Danach kam ja eine Bücherflut, weil es halt so erfolgreich war. Da merkt man auch, die einzigen, die Millionäre geworden sind, sind die, die diese Bücher geschrieben haben. das haben so viele probiert. Und da stand ja auch das Beispiel von wegen, dass so eine Dame, die hätte eine Firma gehabt und dann wären ihre Banken ja so auf die Nerven gegangen, weil sie halt auch Firmenkredite hatten und die sind ja so auf die Nerven gegangen, dass sie gesagt hat, so, ich bestelle mir jetzt, dass das Problem vorbei ist und hat genau den Betrag im Lotto gewonnen, der dieses Problem für sie gelöst hat, ja. Und jeder sagt, oh, das will ich auch. Ja, jeder hat ja einen bestimmten Betrag, der einige Dinge vielleicht bei ihm lösen würde. Ja. Wir leben halt einfach noch in einer Welt, die durch Geld regiert und geregelt ist. Und ja, man kommt ab und zu mal in die Bedrulle. Ihr habt es ja mitbekommen, bei mir waren es damals diese 8.000 Euro von wegen, willst du ins Gefängnis für 7 Monate oder nicht?
Ja, und da gibt es viele Dinge, die scheinbar ja, Knoten platzen lassen könnten oder lösen könnten. Aber sind wir denn sicher, dass wir wirklich wissen, was wir wollen, ja? Was wirklich dran ist? Oftmals sicher nicht. Und das, was du vorhin angesprochen hast, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich oder ne, dann kann ich zufrieden sein. Das ist ein Glaubenssatz, den man in sich hat. Und also allein wenn man diesen Glaubenssatz hat, wird man nicht erfolgreich manifestieren können, weil man sich ja selber sozusagen diesen Glückszustand verweigert, weil man ja noch irgendetwas braucht. Und sobald man etwas hat, braucht man etwas anderes. Und so weiter und so fort. Also man ist sozusagen permanent man rennt hinterher. Ja, und wie man da hinkommt, das haben wir euch schon mal in vielen Sendungen erzählt. Ihr kommt an der Schattenarbeit nicht vorbei. Wenn ihr auf eurem Lebensplan schwingt, wenn ihr wirklich ja, eng verknüpft seid schon mit eurem höheren Selbst, dann manifestieren sich die Wünsche erstmal, die wirklich dran sind. Und da sind viele noch gar nicht. Und deswegen ist oft schlauer, sich erstmal nichts zu wünschen. Und erstmal abzuwarten, was denn da kommt, ja, auf was man denn Lust hat, mit was man seine Zeit verbringen will und was man dann dazu braucht, ja, wenn man sich entschieden hat und einfach wirklich wieder auf der, sag ich mal, auf der Schnellbahn ist, Richtung Aufstieg, wie man es auch mal nennen möchte, also auf jeden Fall viel enger verknüpft mit dem Lebensplan, dem Lebensweg. Und das heißt, also Meditation ist eigentlich vor Manifestation ein sehr guter Tipp, weil ja, es ist die beste Methode, rauszufinden, was man wirklich sich wünscht, was aus dem tiefen Herzen ein Herzenswunsch ist. Und der ist oft eigentlich auch gar nicht im Materiellen bedingt, sondern viele zum Beispiel sagen, also ich kann mich jetzt zum Beispiel bei Sing Dat, den wir am Anfang vorgelesen hat, der Adamu channelt, der hat sich gewünscht, er möchte einen relevanten Beitrag für den positiven Wandel auf der Welt beitragen. Ja, so. Und daraufhin sind dann Dinge erst gekommen und entstanden. Vor diesem Wunsch null, gar nichts. Ja. Viel Arbeit, wenig Ertrag, weil es immer irgendwie ums Geld ging. Und als er dann sich wirklich durch eben innere Arbeit, durch spirituelle Praxis an seinen Herzenswunsch angeknüpft hat und es auch formulieren konnte, erstmal Zugang hatte zu diesem Wunsch, erst dann sind die Wege aufgegangen, die Türen aufgegangen und dann ging es auch fast von alleine. Das ist wieder dann die nächste Wahrheit, weil wenn du auf dem Pfad deines Lebensplans dich bewegst und im Fluss bist, musst du dir oft gar keine Gedanken machen, wie du Dinge manifestierst, weil es dann ganz natürlich über Synchronizitäten in dein Leben kommt. Aber darüber reden wir natürlich auch. Es geht dann aber über konkrete Dinge. Würde man jetzt zum Beispiel auf seinem Lebensplan ja erkennen, ja, ich sehe als Aufgabe zum Beispiel, ich möchte ja zum Beispiel Workshops geben. Ja, ich hätte der Welt was zu geben und möchte dahin, aber bin technisch nicht auf dem Know-how oder wie kann man sich jetzt solche Dinge in sein Leben ziehen? Also wo man vielleicht auch noch nicht so viel Ahnung hat, was kann man da machen? Hast du da einen Tipp? Ja, das Universum bringt einem normalerweise diese Leute. Also man kommt in Kontakt automatisch mit den passenden Leuten, um bestimmte Projekte und sowas machen zu können und sowas. Und wenn es wirklich, wie sagen, man kann zum Beispiel ja auch einfach die Bitte an das Universum stellen, ne, dass man zum Beispiel einen Fingerzeig bekommt, sozusagen in welche Richtung man gehen soll oder ne, ob man bestimmte Dinge tun soll oder nicht. Und im Normalfall, also das, was ich bei mir selber zum Beispiel festgestellt habe, war, dass wenn ich das getan habe, was das Universum von mir wollte, dass das floss. Also da lief es halt wirklich sehr leicht von der Hand. Es fiel wie ein Puzzle zusammen, sozusagen. Und wenn ich etwas getan habe, was das Universum nicht wollte, dass ich das tue, dann wurden mir halt Steine in den Weg gelegt. Und das ist halt, ja, ist ein guter Wegweiser, definitiv. Und du hast absolut recht. Also wenn man in diesem Fluss drin ist, dann bekommt man automatisch mehr oder weniger das, was man wirklich braucht. Vieles von dem, was wir haben wollen, ist ja im Grunde genommen materielles. Ganz einfach. Also
irgendeine Art von Belohnung, Bestätigung, Erhöhung des Selbstwertgefühls, aber ja, also ne, besser wäre, den Selbstwert in sich selber zu finden. Definitiv. Ja, absolut. Aber natürlich, wenn wir über Manifestation reden, könnten wir jetzt natürlich auch sagen, okay, knappe Viertelstunde, Sendung vorbei. gebt euch im Fluss auf euren Lebensplan und alles kommt, ihr braucht keine Manifestation. Das ist natürlich eine Antwort, da brauchen wir jetzt auch nicht, verleugnen. Aber dennoch, wenn man, sage ich mal, erkannt hat, diese eine Sache hätte ich jetzt gern anders. Viele Menschen, zum Beispiel, das ist auch bei mir ein Thema, würden zum Beispiel ganz gerne anders wohnen, ja. Einfach nur, einfach ja, mehr in der Natur. Das sind viele von uns, die das so ein bisschen spüren, das sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Schuhschachtel. Haben aber einfach, ihnen fehlt die Fantasie, wie sie das jetzt bewerkstelligen können. Einfach Wohnung kündigen und hoffen, dass irgendwas anderes kommt, ist tatsächlich dann gar nicht so ein schlechter Ansatz, aber ich raten würde es jetzt den meisten eher nicht. Ja? Also ein bisschen mit Vernunft darf man dann auch, also obwohl natürlich die Angst einen da auch so ein bisschen trägt, ja, aber man darf schon auch in einer gewissen Sicherheit, aus einer gewissen Sicherheit agieren, ja? Je nachdem, was man halt braucht. Ich meine, es gibt auch Leute, die können das, ja? Die sagen auch einfach, ich gehe jetzt barfuß durch Europa, ja. Mir wurscht, vielleicht ist in Corona-Zeiten auch nicht der beste Tipp, aber es gibt Menschen, die gehen auf die große Wanderung mit einem kleinen Rucksack und irgend so, ja. Und es gibt Leute, ja, ich habe aber hier Computer und Lesungen und Spiritscape oder einen Auftrag oder was auch immer, ja. Euch vielleicht noch irgendwie an ja, sowas wie Wohnungen oder Häuser oder wie bindet, ja, und dann gewisse, ja, gewisses Umfeld, wo einige Dinge stimmen müssen, Zugang zu Strom zum Beispiel. Ja, wenn man jetzt einfach nur im Wald leben kann, muss man erstmal den Wald finden, wo man es alleine machen kann, aber das ist jetzt nicht das Thema, aber man hat jetzt damals rausgefunden. Man würde zum Beispiel sagen, wow, ich bräuchte zum Beispiel einen anderen Laptop, ja, und ich mir einen, der diese Dinge, die ich gerade machen kann, auch umsetzen oder mir hilft, das umsetzen zu können. Dann sollte das haben wir jetzt gelernt, sollte es nicht des Laptops wegen sein, sondern weil da ein Auftrag dahinter steckt. Ja? Sondern nicht, weil dann der Laptop schneller und besser ist als der vom Nachbarn. Das ist vielleicht der falsche Ansatz. Ja? Wobei wir da eher beim Auto sind, über Laptops, die sieht man ja nicht. Ja? Ist jetzt nicht das Statussymbol Nummer 1. Da müsste man schon die ganze Zeit damit rumrennen und das wäre dann auch albern. Ja? Da haben die Leute ihre Autos zu oder ihre Häuser oder was auch immer, was man halt von außen sieht. Aber ja, gehen wir mal auf dieses Beispiel. Ja, jetzt hat jemand rausgefunden, okay, er hat einen Auftrag, er möchte vielleicht Bilder gestalten oder Websites für spirituelle Menschen machen oder einfach da. Ja, aber er hat die Technik nicht. Oder das, wir wissen ja auch, dass das ein oder andere Ding im Laufe seines technischen Lebens langsamer wird oder schlechter wird. Und ja, sich technische Voraussetzungen ändern und damit sind wir auch konfrontiert. Ja, also WUK denkt auch drüber nach, braucht er einen neuen Computer oder braucht er keinen neuen Computer? Also da sind wir eng in dieser Problematik drin, aber sagen wir mal, das wäre so. Ja. Man hätte eben dann einen Auftrag, man würde einen Laptop brauchen, einen besseren. Was würdest du ihm raten? Würdest du zum Beispiel sagen, man sollte es ja schmal formulieren? Also man sollte zum Beispiel sagen, ich brauche genau diesen Laptop. Oder sollte man überhaupt was sagen? Ja? Wie würdest du jetzt an diese Sache rangehen, dass sich ein Laptop manifestiert? Ja? Also wichtig ist, also gut, klar, wenn man zum Beispiel bestimmte Anforderungen hat, also an den Laptop, an das Gerät zum Beispiel, dass er eine bestimmte Mindestleistung hat oder sowas, das sollte man definitiv mitformulieren, weil bei vielen Leuten, was ich halt festgestellt habe, ist zum Beispiel, dass sie sagen, ich brauche Geld. So, und dann treten sie vor die Tür und finden 2 Cent. So, ne, das ist so das typische Beispiel. Ich meine, es kann sehr schnell gehen. Es kommt halt wirklich darauf an, in welchem Zusammenhang man das haben will. Also klar, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt einen Laptop, um ne, Streamer zu werden, weil ich habe Informationen, die die Welt retten könnten, so zum Positiven verändern könnten, dann sollte man relativ frei sein. Also wie gesagt, wenn man halt bestimmte Anforderungen hat oder sowas, dann, ne, die auf jeden Fall mitbenennen. Also wenn man zum Beispiel eine
Summe an Geld haben will, dann sollte man den Betrag nennen und auch das Datum, bis wann man das braucht. Also jetzt, wenn man sagt, keine Ahnung, man kriegt eine Rechnung rein und sagt, oh, ne, bis zum 1. August muss ich halt, ne, keine Ahnung, 12 Euro zahlen, so, dann ne, muss man halt sagen, okay, ich brauche bis dann und dann einen Tag vorher die Summe. Und wenn es im Einklang mit dem Universum ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass man das kriegt. Aber das Hauptproblem ist wirklich, was du angesprochen hast mit der Wohnung zum Beispiel, ist halt der Faktor Angst. Also das ist ja auch das Ding mit der Schattenarbeit, das ist ja die Verknüpfung sozusagen. Wenn das Bewusstsein und das Unterbewusstsein nicht in Einklang sind und man selber zum Beispiel dann auch eher in einer furchtsamen Stimmung ist, dann wird das nicht klappen. Also man muss wirklich A dafür sorgen, dass man ja A sicher, also ne, auch zufrieden mit sich selber ist, dass man in die Vibration der Liebe kommt. Also in den, wie sagen, auch mit der Einklang mit der Realität in Wahrheit kommt. Und ab dann kann man dann sozusagen diesen Wunsch äußern. Zum Beispiel, das kann man natürlich dann mit Ritualen oder sowas auch verstärken. Aber im Grunde genommen, ne, man kriegt dann schon einen Fingerzeig. Also wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt zum Beispiel einen Laptop, ne, um bestimmte Informationen zu veröffentlichen, bin ich mir ziemlich sicher, dass man sehr schnell einen kriegen wird. Wenn die Informationen relevant sind oder wenn man einen guten Beitrag dazu leisten können wird, dann schätze ich, dass man sehr, sehr schnell die Möglichkeiten bekommt. Sei es einfach nur, dass jemand ihm, also ne, wie bei mir zum Beispiel, mit dem Rechner, also ne, dass er wirklich alle Kollegen sagten, ja, hier, ich habe hier ein Netzteil und andere sagt, ich habe hier ein Mainboard und auf einmal ne, hat man dann einen Rechner zusammen. Also wo ein Wille, da ein Weg. Das ist ja wirklich die Frage, will man das wirklich? Also will man wirklich diesen Auftrag erfüllen? So und ja, ne, man sollte die Bitte halt auch dann dementsprechend formulieren mit Menge und Anforderungen, Zeit. Okay, also jetzt ganz, ganz, ganz konkret. Ja, also wir sagen mal, wir haben aus einem Positiven heraus einfach erkannt, wir brauchen dieses Ding. Ja? Ja. Dann würde man sozusagen, also mir geht es wirklich ums Konkret, also wirklich ums Anleiten. Mhm. Sollte man was formulieren? Ja? Man sollte einen Satz sagen, eine Bestellung aufgeben, sollte man dann sagen, bestellen ans Universum oder ist es dann egal, an wen man das richtet? Ja, wird es dann schon verstanden werden? Oder sollte man mit seiner geistigen Führung sprechen oder mit seinem höheren Selbst oder mit der Quelle allen Seins? Ja gut, die Quelle allen Seins wäre natürlich ein guter Ansprechpartner. Also das ne, es gibt natürlich kann man auch zum Beispiel, wenn man ne, mit dunklen Kräften sprechen, die werden natürlich dann eher willig und bereit sein, diesen Auftrag auszuführen, wenn er dich in die falsche Richtung führt. Deswegen sollte man dann schon fragen, also ne, wenn man dann jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, den Laptop haben will und man fragt die Kräfte des Lichtes, ob es sinnvoll wäre und ob sie dafür sorgen können, dass man einen bekommt, dann werden die natürlich entscheiden, ist das sinnvoll? Und natürlich aus einem höheren Standpunkt als unser eins sozusagen. Und wenn man den Laptop dann nicht bekommt, ne, dann hat man nicht falsch gewünscht oder sowas, sondern das ist einfach nicht gut für einen. Aber wird die Person, die den manifestieren will, wird sie das verstehen? Ist die Frage. Ne? Wenn man dann halt ne, an die dunkle Seite geht, ne, klar, ne, wenn du mehr Zeit vorm Bildschirm verbringst, wird die dunkle Seite sicherlich gerne machen. Also das ist halt wirklich, man muss sehr spezifisch sein, wirklich welche Anfrage man an wen stellt. Natürlich. Na gut, dann müssen wir jetzt konkret sagen, an wen würdest du dich wenden? Was würdest du formulieren? Kannst du aus der Luft schießen? Also ich würde mich an zum Beispiel an die Kräfte des Lichts wenden und sie fragen, ob ne, ich hatte diese Bitte, sozusagen, ich brauche diesen Laptop mit den und den Anforderungen, am besten zu dem und dem Zeitpunkt. Ne, wenn es in eurem Sinne ist, sozusagen in unserem Sinne ist, dann ne, bitte helft mir dabei, dass das wahr wird. Das finde ich auch ganz wichtig. Also diese Einschränkung finde ich sehr wichtig. Ja? Also ich würde halt so mit die geeigneten Lichtwesen, die nur meinem höchsten Wohl, zum höchsten Wohl aller arbeiten oder es im Sinn und als Ziel haben, das ist so meine Standardformulierung, die ich da so mache, damit ich so die anderen ausschließe. Und dann aber auch dieses, also was ich immer dann mitformuliere, ist erstens mal, dass ich das auch anderen Menschen möglich machen möchte. Ja? Also das ist jetzt eben nicht, ich wünsche mir jetzt einen Laptop und ich will den jetzt haben, sondern ich bitte halt auch, dass alle anderen Menschen mit ähnlichen Wünschen diese Wünsche auch erfüllt bekommen. Also dass ja, einfach, dass
mehr verteilt ist sozusagen, ja. So wie ich das auch mit bei meinen Gebeten mache, das ist sehr, sehr eng verwoben damit. Da sind es natürlich, sage ich mal, da denke ich mir manchmal, okay, jetzt braucht er vielleicht einen ganz anderen Laptop. Aber es ist natürlich, wenn man es so formuliert, dass man sagt, ja, mit ähnlichen oder einfach, ja, man kann sich das schon vorstellen. Wir können es auch mal vielleicht unten reinschreiben in die Videobeschreibung, wie so es ausschauen könnte, weil ich glaube, es geht echt ums konkret werden. Man hat es praktisch dann formuliert und auch ausgeschlossen. Also würdest du schon mal sagen, dass so bestmöglich, so eine Formulierungen, ja, oder bestmöglich, schnellstmöglich, oder würdest du wirklich sagen, lieber Datum und lieber Spezifikation? Was würdest du da bevorzugen? Also, ne, ja klar, also ne, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wäre so die ich sag's mal, Bordsteinkante sozusagen der Manifestation. Darüber hinaus zum Beispiel jetzt allein, ne, an welche Wesen man sich, wenn je präziser man damit vorgeht, ne, ob man jetzt Kerzen um sich herum hat, Symbole etc. pp., kann man natürlich, wie sagen, diese Bitte natürlich noch, ich sag's mal, überzeugender, sag ich mal, einfach formulieren, dass man die definitiv kriegt, so, aber das ist halt schon, das wäre dann schon ein Schritt in Richtung Magie. Und wie sagen, da möchte ich jetzt halt, ne, also das ist dann schon, also wenn man dann wirklich, wie sagen, dieses Ziel erreichen möchte, zum Beispiel schnellstmöglich irgendetwas zu haben und so weiter, dann wäre es definitiv sinnvoll, bestimmte Hilfsmittel und so weiter zu verwenden und bestimmte Weseneinheiten, sag ich mal, direkt anzusprechen, um das zu manifestieren. Das heißt einfach mal. So, was ich zum Beispiel persönlich eher für mich selber mache, ist, ich lasse es offen. Das heißt, ne, ich würde sagen, ne, bitte gib mir das Werkzeug, was ich brauche, oder ne, bringt mir die Leute, die ich brauche, mit denen ich, ne, das und das erreichen kann. Und da ist es halt, für mich finde ich schwierig, wirklich dann rauszufinden, wer da wirklich die Leute sind und wer halt, ne, sich da eingeschlichen hat. Aber im Grunde genommen ist es besser, das wirklich offen zu lassen. Und natürlich ist es, ne, haben Mondphasen etc. darauf auch Auswirkungen und sowas alles. Aber ich würde zum Beispiel sagen, jetzt um deine Frage zu beantworten, ich würde eher ein Datum setzen, weil das sehr fix ist. Und dann auch wirklich sagen, okay, ich möchte diese und diese Spezifikation mindestens haben. Oder besser. Und das dann auch wirklich sagen, ne, also das Problem ist ja auch, genau, Formulierung, also Worte, also nicht, das Wort nicht, keinesfalls verwenden. Weil es wird auf der anderen Seite nicht gehört. Es ist einfach nicht existent. So, ne, deswegen sind die Gebote ja auch so toll formuliert. Ja gut, da geht es, glaube ich, auch vor allem um unser Unterbewusstsein. Also, weil also in Channelings ist es nicht so, dass das Wort nicht oder nie vorkommen würde, weil es einfach manchmal leichter ist, es so zu formulieren. Und also insofern glaube ich schon, dass die das Wort schon kennen, aber du bist ja auch Teil der Manifestationskette, ja. Wenn du dir etwas nicht wünschst, also da käme mir das nicht drin vor. Also das würde ich dann eher, bloß kein Intel, so ungefähr. Ja, da kommt, was auch immer. Ja, also. Das ist die Sache mit der Angst und der Liebe. Ne, sobald man Angst oder Zweifel hat, ne, dass das klappen könnte, ruiniert man das Ganze, im Grunde genommen. So, ne, das ist halt das Hauptproblem meines Erachtens, dass man wirklich dieses Vertrauen haben muss und auch die Ruhe und die Gelassenheit sozusagen haben muss, um das abzuwarten, auch diese Zeit, bis man es kriegt. Verstehe, also jetzt haben wir die bestmögliche Formulierung gefunden, ja, die wir formulieren können, wobei ich immer bei diesem Beispiel, das hinkt ein bisschen, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, weil man würde sich, wenn man diesen Auftrag hat, wahrscheinlich keinen Laptop per se wünschen, sondern man würde sich wahrscheinlich wirklich das bestmögliche Werkzeug oder leitet mich an oder führt mich dazu, dass ich alles in mein Leben ziehe, das mir das ermöglicht, diesen Auftrag zu erfüllen. Ja, das wäre wahrscheinlich die bessere Formulierung, aber wir bleiben mal konkret, und manche haben ja vielleicht auch ganz konkrete Dinge, die sie in ihr Leben ziehen wollen, und das wollen wir auch gar nicht jetzt verteufeln oder irgendwie euch ein schlechtes Gewissen machen bei diesen Dingen, sondern das kann ja auch Freude machen, bestimmte Dinge ins Leben zu ziehen. Ja, sagen wir mal, man will neues Gartengerät oder so und kann es nicht leisten oder so, weil es alles jetzt auf Zink sein muss und das alles teuer ist. Also, ihr wisst, ja, also der Laptop ist jetzt unser Beispiel gewesen. Verstehe, jetzt haben wir es formuliert. Dann heißt es so oft, ja, visualisieren. Ja?
Also richtig. Gibt es da Steps? Also wenn wir jetzt mal sagen würden, hätten wir jetzt Step 1, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf, der überhaupt die Anbindung an den göttlichen Plan inklusive dessen, dass man in der Liebe ist und nicht in der Angst, ja, bei diesem Thema, dass man sich manifestieren will, das hätten wir, diese Grundvoraussetzung hätten wir praktisch erledigt, hätten dann ein Objekt, unsere Begierde gefunden, in dem Fall den Laptop, und würden diesen so gut wie möglich formuliert als Auftrag aufgeben. Ja? Die geistige Welt wüsste jetzt Bescheid. Wir hätten das gerne oder was auch immer es in unser Leben zieht. Wir hätten das jetzt rausgegeben. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Das, was du sagtest mit der Visualisierung, ist definitiv, ja, ne, wäre ein Schritt, der meistens davor ja schon folgt. Also oft sieht man sich ja schon, wenn man im Katalog blättert und denkt, oh ja, genau das ist es und so. Und genau dieses, also beides würde ich im Grunde genommen einfach wiederholen. Dass man wirklich sich, also diese Vorfreude zum Beispiel, die Intensität der Vorfreude, dass man die fühlt sozusagen und dann auch die Freude sozusagen, den Genuss, wie man das Gerät benutzt. So, ne, das, was wir jetzt besprechen, das funktioniert auch nur mit, ich sag jetzt mal, ne, Materie, also nicht mit Leuten. Ja, da müssen wir definitiv die Unterscheidung treffen. Also ne, Materie ist das so durchaus möglich, genau. Also während man sich damit beschäftigt, also man würde sich was raussuchen, man würde sich auch erkundigen und genau herausfinden, was für einen Laptop man jetzt gerne hätte. Ja, und wie gesagt, ihr könnt es übertragen auf alle anderen Dinge. Kann man ja gerade im Internet wunderbar, das ist ja im Prinzip ein einziger Einkaufskatalog, den man da hat, sieht man die Bilder und so. Und könnte man sich einfach schon vorstellen, aber ist es nicht dann doch nochmal, weil das hast du vorher so schön gesagt, ich weiß nicht, bei welchem Thema das oder was du da manifestieren wolltest, aber eben das Auto, genau, wo man sich halt schon dann fühlt, wie man sich das anfühlt, in dem Auto zu sitzen. Und so könnte man sich doch dann nochmal extra visualisieren, wie man vor dem Laptop sitzt und diese Dinge dann macht und sich dann freut. Und das könnte man auch, darf man das dann nach der Bestellung noch machen oder kommen wir da schon ins Loslassen? Also im Grunde genommen, also diese beiden Schritte mit dem Wunsch äußern, genauso wie halt zum Beispiel ne, das Tagträumen, die Vorfreude davor, genauso wie das Benutzen und so weiter, das kann man, wie gesagt, einfach so oft wiederholen, wie man mag. Also ne, das hilft alles sozusagen, einfach diesen Wunsch in die Realität zu ziehen, sagen wir es so. Und mit der Bestellung, also ich, ne, ich würde dann noch bei Vorfreude bleiben, zumindest. Aber das Ding ist, das hängt aber wirklich von jedem selber ab. Man muss natürlich wissen, dass es im Grunde genommen nur ein Werkzeug ist. Es ist ja nicht unbedingt wertvoll, meistens. Ne? Es gibt einem Macht, etwas zu tun. Etwas zu erledigen und so weiter. Und natürlich, wenn man dann auch noch Spaß bei seiner Arbeit hat, jetzt zum Beispiel mit diesem neuen Gerät und so weiter, ist es natürlich super. Und gerade sowas zum Beispiel, also wenn es zum Beispiel für jemanden auch eine Langzeiterleichterung wird, zum Beispiel, ne, diesen Faktor auch mit diesen in diesen Tagträumen, in dieser Visualisation einfach wirklich mit einbinden. Und da ist es halt wirklich wichtig, die Gefühle wirklich zu fühlen. Also dass man wirklich, wir sagen, diese intensiven Gefühle sozusagen mit den Bildern koppelt sozusagen. Und das sozusagen, zieht das Ganze halt an. Ja, ich kann jetzt, dann kommen wir zwei Beispiele. Also erstmal habe ich das mit dem Lottogewinn schon gemacht. Ich habe es versucht, mich so zu fühlen. Wie ist das? Ich hab's echt. Ja. Das sind meine Zahlen. Das ist voll ausgeflippt. Hat alles nichts geholfen, Leute. Und als kleiner Junge war ich mal total begeisterter Playmobil-Fan. Ne? Also das war mein Ein und Alles war Playmobil. Ja? Ich habe mit diesen Figuren, das waren meine Jungs. Ja? Und dann wirklich von Anfang an, und damals gab es noch nicht alles von Playmobil, dann gab es in dem Katalog zum Beispiel ganz neu, gab es einfach mal Cowboys. So, boah, ich will diese Cowboys haben. Und meine Mutter hat gesagt, sie gehen in die Stadt und sie gucken mal, ob sie es finden. Ja? Weil das war wohl eine Vorankündigung. Ja? Und ich habe halt gehofft, dass sie das schon bekommen. Ich bin von diesem Katalog und habe mir gewünscht, als wirklich als ganz junges Kind, wo man auch diese Kräfte vielleicht noch
besser funktionieren und habe mir gewünscht, dass die Cowboys da rauskommen aus dem Katalog. Ja, scheiße. Ich habe den ganzen Nachmittag damit verbracht, kam meine Mutter nach Hause und hatte sie natürlich nicht dabei. Boah, ich war so fertig. Das war sozusagen der größte Frust an meine Manifestation wahrscheinlich in meinem Leben ever. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt in Tränen ausgebrochen war, aber ich habe wirklich also diese Dinge intuitiv total richtig gemacht, gell? Und dennoch, die gab's noch nicht. Ja, die waren vorangekündigt. Es war sozusagen ein unmöglicher Wunsch. Also auch das, auch da diese Dinge sind ja, wir sind ja doch irgendwo in einer gewissen physischen Welt. Und es wird oft so getan, als könnte man sich alles wünschen, ja? Und gibt es da Grenzen? Ist es eine Lüge der Esoterik? Jetzt sind wir vom Laptop wieder quasi weg, ja? Woran liegt es, dass es einfach Grenzen gibt? Weil eigentlich könnte ich doch auch sagen, ich möchte jetzt, dass ein Raumschiff landet, irgendwie so, ich jetzt mal einen Rundflug um die Erde mache. Es sind ja so viele draußen, muss doch irgendwie gehen, ja? Und das rein theoretisch würde sogar gehen, aber wenn es dann darum geht, dass Technik noch nicht freigegeben ist, noch nicht da ist, dann geht es halt jetzt nicht. Ja? Ich kann jetzt nicht in die Tiefgarage runtergehen und dann parkt da mein Raumschiff, mit dem ich selbst um die Erde fliegen kann. Das werde ich, wenn ich mir das jetzt versuche zu manifestieren, auch die ganze Nacht, und wenn ich noch so weit bin, wird es vermutlich nicht klappen. Jetzt können ja viele sagen, der Glaubenssatz, dass du eh weißt, dass es nicht klappt, der verhindert es schon. Ja? Aber wo ist da die Flunkerei? Ja? Warum geht nicht alles? Ist das wirklich die Grenze unser Geist oder woran liegt's? Also jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel mit den Cowboys. Ich hätte jetzt gesagt, dass sie aus dem Katalog rauskommen, ist unrealistisch. Er hätte lieber daran denken sollen, dass seine Eltern sie dabei haben. So beim nächsten Mal. Also es ist im Grunde genommen eher die Frage, wie lange fütterst du die Realitätsmanifestationsmatrix mit diesem Wunsch, mit diesem Gedanken und wie stark sind deine Eingaben? Sobald es zum Beispiel etwas ist, was dir selber schaden würde. Ich habe ja zum Beispiel, das haben wir in Vorgesprächen und so, haben wir das ja ein paar Mal besprochen, dass ich oftmals einfach nachgefragt habe, zum Beispiel auch mit den Tarotkarten und so weiter, Thema Geld. Ob ich jetzt halt, ne, bestimmte Dinge tun soll, um zum Beispiel Geld zu kriegen und so weiter. Und da war ja immer die Antwort, bisher mach dir keinen Kopf darum. So, und es war ja im Grunde genommen auch immer so. Also sobald ich irgendwie, keine Ahnung, Rechnungen hier aufgeschlagen sind, ne, hat irgendjemand sozusagen, ne, mir da rausgeholfen und so weiter. Und es ging einfach. So, und ich habe jetzt zum Beispiel für mich selber schon kapiert, dass im Grunde genommen, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt sehr viel Geld oder Gold oder sowas halt irgendwelche Art von Reichtümern wünschen würde, dass das meiner Person, meiner Persönlichkeit, meinem Charakter sehr abträglich wäre. So, und ne, jetzt auch gerade in der Situation nicht unbedingt das Beste, das Passendste, sagen wir einfach so. Und deswegen wird es mir einfach verwehrt. So, und da ist es halt oft wirklich so, ne, dass man seinen Willen nicht unbedingt, sag mal, dem Universum aufdrücken wollen sollte. Weil das, ne, das Universum zeigt dann schon ziemlich schnell, was es davon hält. Na gut, da kommen wir halt dann wieder. Ihr wisst ja, Leute, wir sind überzeugt davon, dass Geld nicht nur Energie ist. Ja? Das haben wir schon in einigen Sendungen durchklingen lassen und wir sind uns nicht ganz einig, ob wir mal eine eigene Sendung drüber machen sollten oder was wir schon besprochen haben. Wuk hat gesagt, haben wir eigentlich schon alles gesagt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das, da könnte man jetzt auch sagen, ja, das ist auch wieder ein Glaubenssatz. Ja? Also das ist ja, die Esoterik macht ja genau das mit uns. Die sagt, ja, also wenn du Geld also nicht nur für Energie hältst, wenn du denkst, das ist was Böses, dann wie soll denn Geld in dein Leben kommen? So dummer Lichtarbeiter du, ja, der du bist. Ja, das ist ja die Geschichte, die einem da erzählt wird. Ja. Zum Teil wird sich ja also wirklich richtig lustig gemacht über Menschen, die obwohl sie spirituelles Wissen haben, kein Geld haben. So nach dem Motto, ja. Du hast ja überhaupt nicht begriffen, ja, du armes Wurschti, du, ja. Und also das ist schon, also ja, gab es einige Beiträge in YouTube, wo ich mir gedacht habe, okay, das soll auch die Leute triggern vielleicht, ja, ich weiß es nicht genau, was da die Absicht dahinter ist, aber
wir gehen immer davon aus, dass wir eben, das wäre jetzt wieder eben Auftrag, also Schritt 1, wir sind ja angebunden an unseren göttlichen Auftrag. Insofern sind die Dinge, die sich dann als Wunsch daraus herauskristallisieren, auch wohl in Ordnung. Ja? Das ist so das, worüber wir reden, weil dann wäre ja Schritt 1 schon nicht in Ordnung. Ja? Ich habe zwar ganz viele tolle Ideen, die ich mit Geld gerne machen würde. Also mein schönster Wunsch ist, dass ich alles, was mit Musik zu tun hat, alles kostenlos haben will. Das würde bedeuten, ich bräuchte eigentlich unendlich Geld und würde alles bezahlen. Ja? Also das heißt, die Leute könnten, wenn jemand Gitarre spielen wollte, könnte in den Musikstore reingehen, wo es eben Musikinstrumente gibt und sich die teuerste Gitarre nehmen und die würde er umsonst bekommen, weil alles bezahlt ist. Ja? Das wäre meine Idee, weil Musik, diese Schwingung würde meiner Meinung nach den Planeten retten und ich habe das auch geträumt. Das ist jetzt nicht so nur so eine kleine, oh, schöne Idee. Ich habe da wirklich ganz intensiv von geträumt. Ich habe es auch mal auf Facebook dann veröffentlicht. Das ist so ein größerer Auftrag. Natürlich wäre es schöner, wenn es dann kein Geld mehr geben würde. Wären wir genau da, dann würde jemand Lust drauf haben, tolle Instrumente herzustellen und andere Leute hätten Lust drauf, die zu spielen. Und ja, das, dann wäre das Problem erledigt. Thema zu. Also, ja, also, aber wir gehen mal davon aus, dass es ganz häufig ums Geld geht und da hat der Wuk schon richtig gesagt, da gibt es eine höhere Instanz, die eher weiß, was euch gut tut und was nicht. Und es ist halt oft nicht der Mega-Lotto-Gewinn und die Lotto-Gewinner, wenn man die sich so anschaut und einfach so guckt, wie es denen so geht, danach so ein paar Jahre, die sind auch oft ihr Geld wieder losgeworden. Also aus, ja. Ja, Gutherzigkeit haben sie zu viel weggeschenkt und haben es nicht kapiert, dass sie vielleicht dann doch irgendwann eine Steuer drauf zahlen müssten. Also erstmal nicht, ist halt erstmal im Gewinn drin, aber wenn du dann was kaufst dafür, auf einmal wollen sie dann dafür Dinge oder anlegst und daraus wieder Gewinn erwirtschaftet. Also irgendwie kriegen sie einen. Also wenn man sich nicht gut auskennt oder halt dann in eine schon marode Firma investiert und sagt, man kann die damit retten, also ja, dann ist das Geld wieder weg aus dem Fenster rausgeschmissen und da gibt es ganz viele Geschichten, ist zum Teil sehr gruselig, wo man auch wirklich sieht, also das Geld war es nicht eigentlich, was den Menschen hätte helfen können. Aber das könnt auch wieder nur ihr wissen, ja, ist es halt so ein Ding. Mich retten auch oft überraschende Dinge. Ich gehe eigentlich eher den Fluss, ich habe so ein, sag ich mal, Gebet, das ich ganz gerne mal raushau. Das eigentlich geht es vor allem um Schutz, Gesundheit, Frieden, Freude, Fülle, Freiheit, an all diese Dinge für den ganzen Planeten, für mich und für alle. Aber auch ebenso unter anderem, weil ich auch immer wieder Stress wegen Geld habe, auch dass ich sage, okay, ich weiß, der Wuk mag das nicht, wenn ich sage, ich will mehr als genügend Geld. Also, weil Wuk eigentlich sagt, ja, eigentlich genügend ist doch genügend. Hat er auch nicht ganz Unrecht. Also, wir hatten mal drüber geredet. Kannst du dich nicht dran erinnern? Ja, du, im Grunde genommen ist es klug, sagen wir es so. Ist einfach nur die Frage, ja, was heißt das? Ne? Mehr als genügend Geld. So 2 Cent drüber. Ja, das ist auch okay. 2 Cent drüber ist völlig in Ordnung. Sein dir gegönnt. Genügend ist auch in Ordnung. Ja? Aber ich kann ja auch, weißt du, das mit dem Genügend ist so, ja, du hättest, haben wir schon so oft gehört, wahrscheinlich ist man da so ein bisschen auch doch ein bisschen Esoterik verseucht. Man hätte sich auch ein besseres Auto wünschen können. Also da gibt es diese Geschichte zum Beispiel, einer wünscht sich genau so ein Auto. Und sein Engel sagt so, verdammte Kacke, der ist einfach nicht da. So, kannst du nicht ein bisschen offener, ich hätte so schöne Autos für dich, aber den kriege ich einfach gerade nicht ran. Ja. So, ja, also auf eine lustige, spielerische Art und Weise, aber dass man es offener gestaltet, fühlt sich für mich richtig an. Ja. Und wenn ich genau den Betrag haben will, kann ja sein, dass das schwierig ist. Das sage ich immer, mehr als genügend Geld. Ja. Und so hatte ich zum Beispiel jetzt auch. Ich habe immer wieder Geldprobleme aus Dingen, die mich da so einholen. Ich hatte zum Beispiel, manche haben es mitbekommen, ich habe euch darüber auch mal erzählt, also jetzt nicht in unserer Sendung, aber davor. Ich wurde 7 Jahre nachberechnet von meinem Energielieferanten. Da kam eine Rechnung von 5.000 Euro zustande, die eigentlich sofort zahlbar wäre, aber sie haben mir dann einen Kredit gewährt auf 1 Jahr. Aber das bedeutet, ich muss im Prinzip 500 Euro oder 433 im Monat bezahlen.
Dann habe ich daraufhin, weil das wahnsinnig viel Geld ist für mich, habe ich daraufhin die Abschlagszahlung mir so ein bisschen abgespart und mir dachte, okay, da kommen sie dann wieder irgendwann, vielleicht kann ich das auch als Kredit umschulden. Nee, dann habe ich jetzt die letzte Mahnung im Postkasten gehabt. Ich muss jetzt 601,50 Euro bezahlen. Ansonsten würden sie ihren Strom abschalten. Also da wär's vorbei mit Sendungen zurück. Ja, das und nicht was schön. War heute? Ich habe die gestern Nacht Sonntag, ja, habe ich endlich diesen Brief geöffnet, habe das bezahlt, ja, konnte ich noch. Und was ist heute passiert? Heute Morgen hatte ich tatsächlich, also das ist wirklich ungewöhnlich, ich glaube nicht, dass das so ausschaut, ja, hatte ich 605 Euro Spenden. Das ist so, sagst du? Habe ich normalerweise nie am Montag, weil am Montag kommen oft die Spenden erst ganz spät rein, wenn am Wochenende gespendet worden ist. Und ich bin auch wirklich, also bin den Leuten so dankbar, nehme auch gerne diese 1 Euro, 3 Euro, 5 Euro Spenden und ganz lieben Dank dafür. Aber das ist so, wie das bei mir funktioniert. Wird ja wieder der Arsch gerettet, du sagst, alles klar, weiß ich wieder, wie ich meine Miete bezahlen soll. Weil das hat schon wehgetan, wenn du 601,50 Euro überweist, so. Ich hatte es drauf, aber es war so wirklich so, das war dann weg. Und einfach an, ja, wegen Strom, wo du sagst, freie Energie, Halleluja. Also hätte man gerne ganz gerne. Und ja, ich weiß, Halleluja ist auch nicht das richtige Wort. Da ist auch ganz viel Manipulation drin. Also es sei mir verziehen. Aber vom Gefühl her halt einfach. Das war nicht ganz lustig. Und dann heute Morgen wirklich so, ich habe mich fast scheckig gelacht. Ja. Oder in der Zeit, wo es mir ganz schlecht ging, wo ich einfach dann den Euro im, ganz häufig habe ich einen Euro im Einkaufswagen gefunden, der mir es dann ermöglicht hatte, einfach wieder vielleicht einen Kartoffelsack mehr zu kaufen. Das war schon wirklich witzig. Also 2018 war das wieder das Universum mit mir. Und da habe ich gelernt, du brauchst ja eigentlich gar nichts wünschen. Du brauchst ja auch keine Sorgen machen. Du kannst komplett loslassen und seitdem läuft es für mich besser. Ja? Aber wir sind ja jetzt im konkreten Beispiel. Ich wollte jetzt einfach da ein bisschen mitnehmen, wie das gerade so bei mir und wahrscheinlich beim Vuk auch funktioniert. Ich habe das Gefühl, wir sind da schon so ein bisschen drüber raus. Ja? Kann man das so sagen? Oder hast du was ganz Konkretes, wo du sagst, das wolltest du haben, letztens erst und das hast du gemacht? Weil ich habe mir diese 601,50 Euro nicht irgendwie manifestiert auf die Art und Weise, wie wir es jetzt gerade zum Beispiel vorgeschlagen haben. Also ich fand das interessant. Also im Grunde genommen geht es halt auch genau so schnell. Also ne, mit sowas, vor allem halt, wenn was dranhängt, sozusagen was wichtig ist oder was man tun soll, was sozusagen ne, im Sinne des Schöpfers, des Universums ist, dann klappt das auch sehr schnell. Ja. Also, Mist, habe ich den Faden verloren. Dein Fass haben wir ja schon. Ja, richtig, das Fass zum Beispiel. Haben wir schon gehört. Auftrag, du sollst nicht nur dich um dich kümmern, wenn es jetzt ein bisschen knapper wird. Wir haben ja gesagt, so ein bisschen Vorrat. Und wir haben es erzählt, vielleicht erinnert sich die Leute noch dran, wie dieses Fass in dein Leben kam. Also auf dem Weg, glaube ich, zum Einkaufen. Ja. Was ist das? Und bumm, sofort Fass geholt und Fass ist da, weil, genau. Allein das ganze Equipment hier. Also, ne, das war ja, ne, die ersten Sendungen haben wir ja wirklich, sag mal, übers Knie gebrochen. Oder, ne, ich, sag mal, ne. Und, dass das jetzt überhaupt so aussieht hier, dass ich halt wirklich, ne, das alles hier soweit zusammen habe und sowas alles, das zeigt ja, ne, dass. Also es hat mir zumindest gezeigt, dass das hier der richtige Weg ist, das zu tun und dass es halt auch gewollt ist. Das Problem bei mir ist halt ab und an die Sache mit dem Ego, sagen wir es einfach mal so. Und das, also mein Dilemma ist halt eher auch mit anderen Leuten. Also wir beide sind jetzt auch in einem gewissen Zustand, was du gerade sagtest mit den Sorgen. Sorgen, also sobald man ein sorgenvolles Leben hat, hat man ganz schlechte Karten mit Manifestationen. Ne? Und wir beide sind ja nun, sagen wir, auf diesem Sicherheitslevel angekommen. Also wir stehen halt mit den Füßen sozusagen auf diesem Auffangnetz. Und wir wissen, dass wir ne, das absolut hundertprozentig sicher haben und wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Weil wir auch diese Erkenntnis hatten, okay, das, was wir brauchen, das kommt zu uns. Also dementsprechend, wie sagen, das, was ich
wie sagen, jetzt zum Beispiel gestern war eine gute Sache. Im Grunde genommen wollte ich mich mit ein paar Leuten treffen, um mit denen einfach ein bisschen zu klönen und sowas. Aber ja, ne, es hat sich halt alles verzögert, mehr oder weniger. Und ich bin etwas zu spät zu meiner Mutter gekommen, um die zu besuchen und so weiter. Und hatte halt hin und her überlegt, ob ich mich direkt auf den Weg nochmal mache, um die Leute da zu treffen sozusagen. Und wurde dann halt eingeladen zum Eisessen und ne, wie sagen, es wurde halt ein netter Klön sozusagen. Und das ist eher das, wie sagen, was sich bei mir jetzt manifestiert, als jetzt wirklich Dinge, weil ich brauche im Grunde genommen keine Sachen. Ich habe auch nicht wirklich viel Wertschätzung für Materie, ganz einfach so. Und das ist halt, ich würde mir wirklich mehr wünschen, zum Beispiel mit anderen Leuten, bestimmte Leuten sozusagen, mehr in Kontakt zu kommen und mit denen zusammenzuarbeiten. Aber das ist eher schwierig, weil man muss ja dann auch immer den freien Willen der anderen Person bedenken. Und ne, wenn man da halt ja, sozusagen, ne, auf Schwierigkeiten stößt, dann wird das ja dann auch nicht klappen. Und das wurmt mich zurzeit mehr, muss ich sagen, als jetzt zum Beispiel irgendwie Materie. Aber grob könnte man auch sagen, dass wir eben einfach auf einem hohen Niveau losgelassen haben. Und ja, das ist ja jetzt, um wieder zu unserem Laptop zurückzugehen und zu diesem konkreteren Beispiel, das ist auch eine wichtige Geschichte. Also ich habe es mal als Beispiel, und es war, glaube ich, auch in einem dieser einschlägigen Bücher, aber die sind ja nah an der Wahrheit dran auch. Ich glaube auch, die große Manipulation ist einfach, dass man sich die falschen Dinge wünscht, also dass Step 1 sozusagen schon nicht eingehalten worden ist. Würde man die richtigen Dinge wirklich haben wollen, aus den richtigen Gründen, würde man sie auch bekommen, auf dem Weg, der da vorgeschlagen wird. Wenn man sozusagen, also man würde auch Folgendes nicht machen. Wenn man jetzt bei irgendeinem Bestellservice etwas bestellt, dann würde man nicht alle 10 Minuten anrufen, ob die Bestellung da ist, ob sie es bekommen haben, ob die Bestellung auch richtig angekommen ist, ob ich es nochmal umformulieren darf. Ja, die würden wahnsinnig werden. Ja, das ist so dieses Äquivalent in der physischen Welt. Du würdest einfach sagen, immer, geht's noch? Ja, also wir haben es bekommen, wir wissen Bescheid, ja, jetzt lass mal gut sein, ja, sonst. Und es ist natürlich ein witziges Bild, ja? Also ich denke nicht, dass irgendeiner aus der geistigen Welt sagen würde so, Alter, meinst du, ich habe nichts anderes zu tun? Das würde wahrscheinlich eher nicht passieren, aber es macht wahrscheinlich keinen Sinn, ständig nachzuhaken, ja. Man verknüpft sich da ein bisschen dran und vielleicht entsteht auch sowas wie Sorge, ob das überhaupt passiert. Vielleicht macht man es auch dann aus einer Sorge heraus. Weil wenn man ganz fest davon überzeugt ist, dass die Bestellung aufgegangen ist, dass man das Recht hat, diese auch zu bekommen und sie auch bekommen wird, dann macht es ja gar keinen Sinn, wenn man das ordentlich gemacht hat, sein Leben weiterhin dran zu knüpfen, dass auch alles gut gegangen ist mit der Bestellung, ja? Normalerweise würde man das ja auch eher tun, wenn man in Angst ist. Ne? Man ist dann ja unsicher, dass ob die Bestellung richtig eingegangen ist und ob sie die gekriegt haben etc. Und dadurch negiert man das ja wieder, weil man im Grunde genommen ist es ja auch wie in dieser Manifestationstabelle in dem Natural Law Vortrag, solange man durchgehend in der Vibration zum Beispiel von Liebe ist, dann kriegt man Wissen und so weiter und so fort. Das heißt, man muss diesen Zustand halten. Das heißt, es reicht nicht, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, für 5 Minuten in den Zustand der Liebe versetzt und sich in Vorfreude ergeht und danach wieder in Sorgen, sozusagen in die Angstschwingung fällt, weil man automatisch sozusagen diesen Bestellvorgang abgebrochen hat und ja, dann halt die Angstmanifestation anfängt. Und wenn man dann, wenn man den ganzen Tag lang weiterhin ängstlich bleibt, so sich Sorgen macht und so weiter, dann manifestiert man halt das, was man den Hauptteil des Tages gemacht hat. Das ist praktisch dann ein Schwingungsfake. Ja? Richtig. Und das war auch mein Lottogewinn. So, das war der verzweifelte Schwingungsfake, den ich da gemacht habe, der deswegen nie eingetreten ist. Ja? Aber egal, also es hat Freude gemacht und vor allem ist es ja auch nicht so teuer. Ja? Das ist der Vorteil bei diesen Dingen. Man kann ja da verzweifelter versuchen, zu Geld zu kommen. Und wenn man das nicht jede Woche macht und dann aufrechnen, was das auf Jahre gekostet hat, sondern das irgendwie so alle halbe Jahre oder alle Jahre mal macht, ja, dann ist es auch okay. Ich gebe immer wieder mal sozusagen dem Universum eine Chance und sage so,
Also um die 10 Euro geht es mir da noch nicht. Ich fülle auch nicht viel Felder aus, denke mir auch nicht, wenn ich jetzt 20 Felder ausfülle, kriege ich mehr Geld. Also im Prinzip reicht eins, ich mache aber doch meistens zwei. Also meistens, wie gesagt, also das ist so alle paar Jahre mache ich mal irgendwie so, gebe ich mal dem Universum eine Chance, ja. Das ist halt wieder dem Witz geschuldet, ja. Kommt der, sag ich mal, ärmere Mann in den Himmel und sagt so, was ist los? Ich habe mir so oft gewünscht, im Lotto zu gewinnen. Bliblablu, feuert dann einen ab und dann sagt Petrus so, ja, aber Lotto spielen hättest du auch können. Ja, so. Wenn du keinen Schein ausfüllst, geht auch nichts. Ja. Das ist sozusagen das. Ja. Das ist auch mein Lieblingswitz in dieser Geschichte ist wirklich das mit dem der Ertrinkende im Moor. Ja? Der Ertrinkende im Moor, da kommt der Wanderer vorbei, soll ich ihn helfen? Nein, Gott wird mich retten. Ja? Und ihr könnt es euch schon vorstellen, ja. Der beschwert sich dann, also es war alles, die Feuerwehr kam, ja, und er sagt, nein, Gott wird mich retten, ja, und dann halt natürlich tot vor Gott stehend, beschimpft er ihn auch dementsprechend und er sagt halt, ey, ich hab dir den Wanderer geschickt, den zweiten Wanderer, die Polizei, was willst du, ja, also oft kommt halt diese Hilfe auch durch Menschen in unser Leben und dem gegenüber muss man offen sein und eben auch ganz wichtig, nicht diese ganz feststehende Vorstellung haben, wie die Dinge sich lösen müssen, sondern es ist total überraschend und so magisch, ja, wenn ich es mal so als zauberhaft sagen darf, ohne halt gleich wieder diese ganz konkrete Magie, die der Wug da so drauf hat, zu meinen, und unser Leben tritt und einfach diese Dinge für uns erledigt. Ja, es ist wunderschön, wenn man das miterleben darf. Und ja, wir sind da auch alle ein Teil für die anderen, die das auch machen. Also man hofft, dass man auch im Fluss und manchmal der Engel für den anderen Menschen ist und einfach so Dinge für andere erledigt und der Segen ist im Leben der anderen. Ja. Wir versuchen das jetzt ein bisschen über die Sendung, aber wir haben das natürlich im Privaten auch das eine oder andere Mal, wo man anderen helfen kann. Ja. Und deswegen ist es ja so gut, sich als eins zu fühlen und hilfsbereit zu sein und auch dienen zu wollen, weil ja, dann, wenn das alles im Fluss ist, dann kommen wir aus dem Manifestieren oder aus dem Entgegennehmen Gegennehmen der Geschenke ja gar nicht mehr raus. Also das wäre wunderbar. Okay, das ist das mit dem Loslassen. Ist dann noch was oder habe ich dich angetriggert? Du wolltest gerade loslegen. Hau raus. Nee, passt schon so. Die hat nur einen blöden Spruch auf den Lippen, aber. Ist schon wieder weg. Ich liebe blöde Sprüche. Wir sind gerade in der Schwingung. Nee, ja, sagen, ja, ich habe gerade schon so innerlich entschieden, nein, sage ich jetzt nicht weiter. Ja gut, also das ich traue dir der Urteilsvermögen zu, dass das mal stecken lassen kannst auch. Ja, also das Loslassen. Aber gibt es dann auch... wenn das dann kommt es dann auch nach dem Loslassen oder muss man noch irgendwas machen? Also jetzt halt, um wirklich bestimmte Umstände zu manifestieren, wäre es erstmal gut, sag mal, solange man diese Umstände noch nicht hat, wirklich häufig einfach wirklich Tag zu träumen, zu visualisieren, das mit den Emotionen zu machen. Sobald man diesen Zustand erreicht hat und dann auch ja zum Beispiel glücklich und zufrieden ist und so weiter, dann kann es ja oder sollte es meines Erachtens der Fokus darauf verwendet werden, einfach in diesem, wie du schon sagtest, dem Fluss des Lebens zu bleiben. Also dass man wirklich seinem Plan folgt und einfach sozusagen mitsurft und dann ergeben sich ja andere Sachen, die man vielleicht benötigt oder sowas. Und was halt wirklich meines Erachtens wichtig ist, dass man nicht versucht, seinen Willen sozusagen dem Universum aufzudrücken. Weil das... Also jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung geht das meistens schief. Und was halt wirklich auch ganz, was wirklich wichtig ist mit der Manifestation, was halt auch, also wenn das Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein nicht im Einklang ist, kann es sehr gut sein, dass all die Sachen, die ihr nicht äußert in dem Wunsch, dass sie exakt das Gegenteil sind von dem, was ihr wollt. Also je präziser ihr das Wording, diese Beschreibung sozusagen habt und diesen Wunsch auch aussprecht in der Art und Weise, desto besser wird das Ergebnis sein. Weil oftmals ist es halt wirklich, also gerade diese Sachen zum Beispiel, die man dann halt nicht äußert zum Beispiel oder nicht definiert sozusagen in seiner Wunschvorstellung, können dann halt teilweise wirklich
weit von dem entfernt sein, was für einen akzeptabel ist. Da habe ich auch ein schönes Beispiel. Also das ist eine Bekannte eines Freundes von mir, die hat, ist eine Sängerin, das ist schon ein bisschen her, die hat sich gewünscht, in der Olympiahalle aufzutreten und das hat auch geklappt und die hat sich einen Porsche gewünscht, ja. Und also das war auch nur ein Auftritt, aber es war halt organisiert, war eine tolle Geschichte. Und dann kam halt nach dem Auftritt, kam ein Typ zu ihr und hat ihr Blumen gegeben und ihr einen Porsche geschenkt. Ja? Ja. Denkst du so, wow, es klappt alles, ab jetzt läuft's immer so. Das Problem war nur, das hat sie danach begriffen, an dem Porsche, an diesem Geschenk, das war schon ein Geschenk, aber da steckte halt einfach schon eine unausgesprochene Forderung dahinter. Der war nämlich rattenscharf auf die Tante und hat sie auch dementsprechend belästigt und behelligt. Und wenn jemand Porsche schenkt, kannst du auch nicht sagen, die Nummer drücke ich immer weg, so nach dem Motto. Ja? Und sie hat dann gemerkt, das war ein ganz ätzendes Geschenk. Den Porsche wollte sie nicht mehr und hat ihn dann zurückgegeben. Ja? Also weil sie gemerkt hat, das ging total nach hinten los. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie dramatisch diese Beziehungsgeschichten da enden können. Also das kann, also Hollywood könnte einen Film drüber drehen, der würde dann sicher so in ganz anderen, das sage ich jetzt nicht, wir wollen jetzt hier schöne Dinge manifestieren, aber ihr könnt es erahnen, ja, wie dramatisch diese Dinge laufen können. Und sie war halt dann froh, dass sie den Typen los war und den Porsche auch weg los war, aber es war halt einfach ein Herzenswunsch, ja, der mal formuliert worden ist. Und Edgy Badge, das Universum hat ihr was beigebracht. Ja, in dem Fall, guck mal, die Geister, die ich rief, so ein bisschen. Also, guck mal, was du wirklich möchtest. Sie hat vermutlich natürlich Punkt 1 schon nicht. Also während es vielleicht dieser Auftritt vor vielen Menschen wirklich so eine Sache war, die ihr gut getan hat, die auch nicht nur ego-basiert war. Sie hat sich ja keine Weltkarriere gewünscht, sondern einfach so einen schönen Auftritt. Das war wahrscheinlich alles gut, aber das andere war halt einfach eins drüber und da durfte sie lernen, dass man aufpassen sollte, was man sich so wünscht. Spannend finde ich aber, also ist es nicht ein Widerspruch, wenn man sagt, also wir hätten loslassen einerseits anerkannt als probates Mittel, weil man sich da nicht so dranhängt, aber dann visualisiert man ja doch immer wieder, wie du es gerade vorschlägst und geht in diese Gefühle rein. Ist das dann natürlicher Fluss oder ist das, lässt man dann immer wieder los oder ist das dann nicht auch so ein bisschen so eine disziplinierte Absicht, die dahinter steckt, wo man dann auch sagen kann, also schwierig. Also ja klar, da ist natürlich auch disziplinierte Absicht dahinter. Also ne, das, damit kann man auch zum Ziel kommen. Es ist einfach jetzt die Frage, natürlich wenn man selber im Fluss ist und auch halt in wie sagen, mit sich und seinem Lebensplan in Einklang ist, ist Loslassen im Grunde genommen also besser, dass man wirklich sagt, okay, ich folge jetzt einfach dem Weg, anstatt jetzt, ne, ich brauche, keine Ahnung, neun, das und das. Und dadurch zeigt sich ja auch, dass das Ego der Person selber, warum braucht man jetzt, ne, diesen Gegenstand, warum braucht man das und das und so weiter. Ich meine, es ist ja diese sag mal gezwungene Manifestierung jetzt zum Beispiel gerade durch Magie wird ja auch häufig benutzt, also einfach dass man, ne, Geldmittel zum Beispiel einfach los sammelt für sich selber und meines Erachtens, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist halt wirklich, je weniger Materie man besitzt, und das ist auch zum Beispiel, geht ja auch um Geld, wenn man halt zum Beispiel jetzt ein sehr dickes Bankkonto hat, dann kriegt man halt irgendwann Angst, sowas zu verlieren. Und auch den Luxus, den man sich erworben hat, sozusagen zu verlieren. Und irgendwann kippt die natürliche innere Schwingung sozusagen von Liebe, also von, yeah, ne? Sozusagen schönes Leben, neuer Tag sozusagen, zu, oh, ne, ich muss aufpassen, dass ich, ne, ich muss auf mein Geld aufpassen oder auf mein Haus, auf meine Alufelgen, wie auch immer. Und dann kippt man halt in die Sorgenmanifestation sozusagen. Und das ist eine der ich sag jetzt mal, ne, schlimmsten Fallen sozusagen, in die man reinfallen kann. Und das passiert ja bei einem selber. Deswegen sollte man wirklich, ja, sich selber erstmal prüfen, wie du so schön sagst, erstmal wirklich selber nachfragen, brauche ich das, warum möchte ich das haben und
Das ist auf jeden Fall immer der beste Schutz. Gute Möglichkeit, Schattenarbeit zu machen, wenn man einfach diese, ja, sich so ein konkreter Wunsch rauskristallisiert und man dahinter fragt, warum habe ich den eigentlich? Was in mir, also man könnte ja auch sagen, was in mir möchte denn relevant für den Wandel sein? Da könnte man auch hinterfragen, will ich jetzt besonders wichtig sein oder will ich wirklich, dass der Wandel vorankommt? Möchte ich jetzt sozusagen, dass mir die Leute nach dem Wandel auf die Schulter klopfen und sagen, ah, wegen dir haben wir es geschafft? Ja? Ist das so der, ja, will ich der Held sein in meinem eigenen Film und hochgejubelt werden? Oder möchte ich einfach nur, dass es endlich über die Bühne geht und es für alle besser wird? Ja? Also sind ja auch verschiedene Ansatzpunkte, die eigentlich, könnte meinen, das Gleiche beinhalten, aber nicht wirklich. Also das Ego spielt bei dem einen halt einfach eine größere Rolle als bei dem anderen und wird wahrscheinlich dann auch den einen oder anderen Fallstrick bereithalten, sage ich jetzt einfach mal, auf dem Weg. Gut, also wir bekommen jetzt den Laptop. Wir haben alles richtig gemacht, Laptop ist da. Was mache ich jetzt? Ja? Stichwort Anschalten, Dankbarkeit. Ja, also eine Dankbarkeit wirklich zeigen, aussprechen und dann auch auf diese weitere, wenn ihr dann eine innere Stimme habt sozusagen, dann hört besser auf die und sie wird euch gut leiten. Aber im Grunde genommen, wenn man das hat, was man hat, ja, dann auf jeden Fall erstmal Freude fühlen. Was ganz, ganz wichtig ist für sich selber, und dass man halt auch in dieser positiven, liebevollen Stimmung bleibt. Und dadurch beschleunigt man ja auch weitere Prozesse, die sozusagen unterbewusst sozusagen gewünscht werden, die in die Manifestation zu ziehen. Also Freude ist definitiv dann sehr, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Also Freude und wahrscheinlich auch formulierte Dankbarkeit, weil wenn ich schon konkret mich an bestimmte Sphären gewandt habe, dann kann ich auch denen danken. Wahrscheinlich haben die damit was zu tun. Richtig, ja. Ja. So, jetzt wird es komplizierter, weil das hat natürlich mit dem Ausgangspunkt zu tun, aber vielleicht auch mit dem Hintergrund, den ihr jetzt gerade seht. Wir sind jetzt so ein bisschen in der Karibik gelandet. Ich sage jetzt einfach mal Karibik, keine Ahnung, ob es Karibik ist. Da ist der Biologe in mir noch untergefüttert, sage ich mal. Aber auf jeden Fall, man merkt sofort, also ja, schöner Strand, Sandstrand und da so ein bisschen Pflanzen, es wirkt gleich viel freundlicher. Und da geht es halt um die großen Dinge, ja, anders zu leben, anders zu wohnen, eine andere Geschichte zu haben. Und oft ist dann etwas nicht in eurem Leben, nämlich tatsächlich diese hohe Schwingung. Das ist das. Sind wir wieder bei Punkt 1, aber man kann es nicht genug überbetonen und das fand ich die schöne Synchronizität zu dieser Sendung, weil der Arcturianische Rat hat heute natürlich über Manifestation gesprochen. Und da wusste ich, weil es war auch eins der Themen, die jetzt dran waren, ich habe nochmal eine Liste gemacht, das war glaube ich auch ganz als erstes auf der Liste und dann kam es, habe ich gewusst, okay, mit den 601,50 € Erlebnis, alles klar, habe ich verstanden. heute ist es fällig, ja. Aber diese hohe Schwingung, das ist so wichtig und das beinhaltet so viele Dinge und ihr könnt auch noch so diese Schritte eingehalten haben, wenn ihr nicht auf dem Niveau seid, auf dem Dinge schwingen, könnt ihr sie nicht zu euch ranziehen. Ja? Das sind natürlich die großen Dinge, sage ich mal, also diese großen Belohnungen, einfach dieses, sage ich mal, schöner Wohnen kann man ja auch wirklich ein ganz dramatischer Effekt auf der auf uns, aber auch jetzt, wenn wir jetzt ganz viele Leute, da geht es ja auch um Beziehungen, ich weiß, du hast, glaube ich, eine gute Ahnung, was den Leuten wichtig ist, weil du hast ja eine Zeit lang mal Karten gelegt für andere Menschen und das sind wahrscheinlich diese Themen, die einfach da mal immer kommen, ja, Beruf, Liebe, ja, all diese ja, romantische Liebe eben und halt eben Wohnen oder halt auch Geld grundsätzlich, ja. Das sind so diese Dinge, die die Menschen erstmal beschäftigen, auch wenn sie mit Spiritualität beschäftigen. Gesundheit natürlich auch ganz wichtig, ja. Dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Also auch Gesundheit ist ja auch kein, ist ja auch wieder so, wenn du Gesundheit bestellst beim Universum, ja, es gibt ja einen Grund, warum du krank geworden bist und wenn du den nicht rausfindest, ja, wird schwierig. Wobei wir da die Grenze auch, und das ist ja das Allerwichtigste beim Manifestieren ist, ja, das Handeln, ja? Also, nur als Beispiel, Laptop kommt nicht
einfach angeliefert hier, kommt keiner, klingelt, hier hast du einen Laptop, sondern es wird wahrscheinlich, du wirst wahrscheinlich irgendwie zu dem Geld kommen. Ja? Das heißt, in dem Beispiel musst du wahrscheinlich in den Laden gehen und dir den Laptop kaufen. Wenn du das nicht machst und einfach stoisch wartest und sagst, Geld habe ich nicht bestellt, ich habe einen Laptop bestellt. Ja? Dann kannst du lange warten. Ja? Und das ist auch so eine, also es mag sein, dass wir irgendwann da hinkommen und uns Dinge in die Hände manifestieren können. Ja? Aber ich weiß nicht, ob das schon in der fünften Dimension so ist oder ob das nicht so Ende der siebten dann ist, weißt du, wo du schon so schwupps fast weg bist. Und das wird auch ein bisschen, da wird man auch angelogen durch die Esoterik. Ja, dieses Handeln, und da sind wir eben den Naturgesetzen, ja, dieses so wichtig beim Manifestieren, dass man in der physischen Welt handeln muss. Ja? Man muss raus und diese Dinge bewegen. Das macht die Physis nicht von alleine für uns. Das ist etwas, was da ganz oft zu kurz kommt. Richtig. Oftmals ist es ja auch zum Beispiel einfach so, dass man zum Beispiel den Wunsch anderen Leuten mitteilt. Und dann jetzt zum Beispiel, wenn man ne, vielleicht dann nicht kaufen muss, sondern genau den Laptop oder einen ähnlichen, vielleicht besseren, einfach zum Beispiel geliehen kriegt. Und also das ist absolut richtig. Und da ist ja auch so eine Esoterikfalle, ne, dass man immer sagt, so, ja, nicht nur beobachten, nichts tun. Und das ist eine der größten Fehler und meines Erachtens auch eine der größten ja, Lügen sozusagen, die da erzählt werden. Und natürlich, das Handeln dementsprechend, also man muss dann auch schon, wie sagen, dieser Rosinenspur, der göttlichen Rosinenspur folgen, um dahin geleitet zu werden, richtig. Sei es, um das Geld zu bekommen, um den Laptop kaufen zu können, oder man trifft jemanden, der ne, einem das ermöglicht, zum Beispiel. Ja. Also da kann man so ganz einfache Beispiele sich einfach überlegen. Zum Beispiel, du liegst im Bett, dir ist kalt. Niemand würde, also wenn die Decke neben dir liegt, niemand würde sagen, ich meditiere jetzt, bis die Decke sich von alleine über mich legt. Also gehst du einfach hin und legst die Decke drüber und sagst, super, hat funktioniert, ja. Und das ist das eigentlich, wie wir manifestieren also das ist das meiste, was wir machen, ja. Die großen Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, dass sie jetzt so gleich zu uns kommen, da kann man eben diese Dinge anwenden, die wir euch jetzt gerade so ein bisschen erzählt haben und näher gebracht haben. Aber eigentlich ist es so, ja. Also zum Beispiel jetzt auch Laptop, auch das Beispiel, ja, es kann auch sein, dass du einfach da vielleicht einen Job annehmen musst. Dann bietet dir jemand an, ja, kannst mal mit mir mitfahren, ein bisschen Geld verdienen, dann kriegst du halt so deinen Laptop, ja, zum Beispiel. Oder jemand kommt und klingelt bei dir und sagt, kannst mir mal helfen, und dann hilfst du dem, lernst den Nachbarn kennen, auf einmal stellst du fest, der hat einen zweiten Laptop. Ja. Hättest du, also den er dir gerne leiht, hättest du nie die Tür aufgemacht und gesagt, ja, du hast keinen Laptop dabei, hopp. Das ist mein Problem. Also wenn du dich da nicht in den Fluss begibst und einfach nichts machst, also eben nicht mit rüber gehst und Dinge tust, dann passiert nichts. Also wenn du denkst, du kannst einfach daheim auf deiner Meditationsmatte ja, die Welt für dich verändern, dann kann ich nur sagen, nee, kannst du nicht. Also so, ja, so sind wir noch nicht. Also die Quelle in uns, die könnte es vielleicht, aber die sagt ja, alles klar, deswegen bist du hier, ja. Bist ja in der dritten Dichte hier, in der Physis, mit deinem, meinetwegen schon viertdimensionalen Bewusstsein, ja, aber das, so wie du das jetzt schon gerne hättest, ist es noch nicht, ja. Also es kann gut sein, dass wir halt eben da mehr dann können werden, wenn dieser Aufstieg und einfach diese spirituelle Evolution, die ja nie endet, aber sag ich mal jetzt aus unserer Sicht jetzt mal abgeschlossen ist und wir einfach einen großen Schritt geschafft haben, dass es dann anders funktioniert. Aber jetzt können das wenige Leute. Ich meine, gut, gibt, also Saint-Germain hat auch mal gechannelt, das waren die 33 Reden, da hat er schon den Leuten gesagt, wie sie sich Gold in die Hand manifestieren können und ihnen schon Tipps gegeben, wie sie Leuten erklären sollen, dass sie zu viel Gold gekommen sind. Weil man nämlich einfach verdächtig ist, wenn man auf einmal Gold hat. Aber ja, also das öffnet einfach auch einen die Möglichkeit. Also das sind auch Dinge, die einmal gesagt werden, damit man die Grenzen seines des Machbaren, das sprengt. Ja? Aber für viele von uns funktioniert das halt so noch nicht. Und ist auch nicht schlimm, weil man auch so ein schönes Leben haben kann und auch so die Dinge voranbringen kann. Also, ja. Ja, das ist nur richtig, aber ich meine, okay, die meisten Leute können das nicht, weil sie halt keine Jahrzehnte geübt haben. So, das ist, ne, also da ist einfach die Frage, so, worauf will man seine Prioritäten legen?
Und ich meine, ich meine mich daran zu erinnern, dass es schon einen Yogi gab, der zum Beispiel einfach durch das Aneinanderreiben seiner Hände, ich weiß jetzt nicht, ob es Gold war, aber ich meine, dass es Asche war, ne, dass er Sachen manifestieren konnte. So aus, ne, einfach wirklich aus blauem Dunst hinaus sozusagen. Und wir haben alle die Möglichkeit dazu, definitiv. Aber das Problem ist, schlicht und ergreifend durch unsere Gesellschaft und durch unsere Umgebung sind wir halt schon so geschädigt, ganz einfach, dass unsere innere Dreifaltigkeit nicht in Einklang ist. Dass halt Gedanke, Gefühle und Handlung nicht in Einklang ist. Und das muss definitiv gegeben sein, um wirklich dann, ja, ne, diese Manifestation sozusagen wirklich geschehen zu lassen, ganz einfach. Ja, also diese, ja, wie soll man es nennen, also Fähigkeiten mal wertfrei genannt, ohne da was davor zu stellen, die sind bei vielen schon ansatzweise da, aber halt nicht in dieser Macht und Kraft, eben auf diesem unfassbar manipulierten Planeten, der halt eben ja gerade mit schwingungszerstörenden Dingen ganz gut unterwegs ist. Monitore, WLAN, ja, 5G, also ihr wisst, könnt ja überall essen, niederschwingiges Essen, also es überall wird versucht, genau das zu verhindern, dass wir in diese Kraft kommen. Und es ist auch schwierig, da reinzukommen. Das ist nicht so einfach, aber dennoch gelingt es uns, immer höher zu schwingen, und das wird auch registriert. Und dann entstehen auch einfach andere Geschichten. Ich glaube aber, viele sind an dem Punkt, dass sie sich noch nicht, und das muss man, glaube ich, am ehrlichsten hinterfragen, und da sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte, dass sie noch nicht wissen, was sie sich wirklich wünschen sollen. Ja? Weniger Leid wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Aber ne, richtig, das ist eines der Hauptprobleme, die ich bei Leuten sehe, dass das ist ja auch eine, da haben wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Sehr viele Leute manifestieren deswegen permanent das, was sie nicht haben wollen, also ständig Schwierigkeiten in ihrem Leben, weil sie genau das nicht können. Sie können nicht sagen, ich möchte ein stressfreies, ruhiges Leben haben. Und dann ist natürlich auch wirklich wichtig, die meisten Leute sind nicht bereit dazu, die Schritte zu tun, die dafür nötig wären, um das zu erreichen. Weil, wie Marc Pastor es ja gesagt hat, es gibt ja bestimmte Anforderungen für so etwas. Und ja, also da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also ne, man sollte mit sich selbst erstmal ganz im einen sein, sozusagen, dann weiß man auch, was man wirklich braucht und was man haben möchte. Und wenn man sich dann darauf freut. Und deswegen ist Manifestation, Bücher in der Esoterik auch wirklich ein ganz schweres Thema, weil das wird zwar erwähnt, aber das Werkzeug wird nicht bereitgestellt, und letztendlich werden die Leute da aufs Glatteis geführt, werden in Manifestationsversuche geführt, die im schlimmsten Fall wirklich ganz böse enden. Hm. Wie wir es gerade eben schon gesagt haben, dass das nicht immer auch die richtige Seite ist, die sich da meldet und Dinge umsetzt. Das ist das Nächste. Also man muss sich aber überlegen, wenn man sich mal einen Parkplatz wünscht, was da die Parkplatzengel, wenn sie es denn so gibt, da alles machen müssen, dass da ein Parkplatz frei ist. Also ob man wirklich sich für so wichtig hält, dass man das jetzt braucht, ja, weiß ich nicht. Also es sind so viele Dinge, über die man mal nachdenken kann. Ja. Und ja, einfach diese Fixierung aufs Außen. Ich glaube, wenn das einfach nachlässt und uns auch Geld nicht mehr so wichtig ist, sondern einfach wir das Leben auch in der Einfachheit, in der Anführungsstrichen Einfachheit genießen können, dann erklären sich viele Dinge, ja, weil vieles leben wir halt einfach noch, weil es uns draußen vorgegaukelt wird, dass es unfassbar wichtig ist, so zu leben. Und das findet eben in der Esoterik ganz klar auch statt. Da fahren die Leute eben, diese Vorträge halten und diese Bücher schreiben, einfach auch die dicken Autos. Schwierig, ja, dann den Leuten zu erzählen, das braucht ihr alles nicht, sondern es ist einfacher, den Leuten zu erzählen, das könnt ihr auch alles haben. Ja. Müsst es aber nicht alle machen. Ich sag euch wie, bezahlt mich dafür, aber dann sage ich es euch. Ja. Ja, richtig. Ich meine, ich muss jetzt halt wieder an das Zitat von Bruce Lee denken. Je mehr wir Dinge wertschätzen, desto weniger wertschätzen wir uns selbst. Und ne, das, wie gesagt, da ist es wirklich sinnvoll, erst seine eigenen Prioritäten in sich selber einfach nochmal geklärt zu haben, um dann auch wirklich einen gut formulierten Wunsch an das Universum zu richten. Und also ne, ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine weise Wortwahl dabei. Und
ja, also ne, ich denke, das Wichtigste ist halt wirklich, diese dann auch wirklich permanent in dieser Stimmung, sagen der Schwingung der Liebe zu sein und zu bleiben. Und das ist ja gerade in unserer heutigen Zeit wirklich schwer. Also allein wenn ich jetzt daran denken würde, zum Beispiel mit einem Auto steigen zu müssen und durch den Straßenverkehr zu müssen, also das ist halt, das ist schwierig dann. Das ist also, ne, es gibt so bestimmte Situationen, die würden es mir halt wirklich sehr, sehr schwer machen, permanent sozusagen immer gut drauf zu sein. Aber ja, da müsste man natürlich auch eine Sendung mal machen, also über Schwingungen. Wir haben aber schon natürlich immer wieder darüber gesprochen. Das ist schon klar, das ist auch eigentlich die wichtigste Botschaft, diese Schattenarbeit, wie man überhaupt in diese Regionen kommt. Ich glaube, so haben wir alles gesagt, ja? Ich meine schon, ja. Ich glaube auch. Also, ja. Wobei eins, ihr habt es schon mitbekommen, wir machen das ein bisschen anders. Wir sind da schon ein bisschen draußen, sondern wir übergeben uns da in den Fluss und sind auch ganz gut angebunden an die Dinge und erkennen aber auch, wenn ein Umweg angesagt ist oder wenn wir einen falschen Weg auch gehen, relativ schnell. Also, ja, das könnt ihr auch und wahrscheinlich macht ihr das auch schon lange. Wir wissen ja auch, was für wunderbare, hochentwickelte Menschen auch zum Teil hier zugucken. Ja? Also, insofern fühlt euch nicht belehrt, wenn ihr das ein oder andere sagen, das ihr schon wisst, sondern ja, vertiefen wir es uns für uns alle halt auch. Wir haben es ja auch für uns heute nochmal vertieft. Lieben Dank, lieber Wuk, für das schöne Gespräch über Manifestation. Ja. Kann man viel sagen, wir haben einiges gesagt und gerne würden wir in den Kommentaren eure Meinung und eure Dinge dazu lesen. Also bei mir dürft ihr es ja kommentieren. Und ganz lieben Dank für die Unterstützung von den beiden Kanälen, von Alpha Wuk und von Spiritscape. Ganz lieben Dank dafür. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja? Wir machen jetzt eine kurze Pause und nehmen dann die nächste Sendung auf. Mal schauen, ob es wieder in der Karibik läuft. Weiß es nicht. Alles klar. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Thank you.